Preis für Heizöl sind zwar tiefer, aber die liechtensteinische Gasversorgung will billiger werden. Die Gaspreise haben sich für uns so entwickelt, dass man sagen kann, zum Heizölvergleich seit 2011, ich habe dort eine Grafik gemacht, haben wir etwa im Schnitt zwischen 15% und 20% sind wir günstiger als Heizöl. Und momentan ist Heizöl hat uns überholt. Das ist natürlich ein Hype gewesen, was jetzt 60% sind sie billiger bei der Öl. Aber in der Summe, in 3 Jahren sind wir deutlich billiger. Ein neues Geschichtslehrmittel ist konzipiert und präsentiert worden. Es war wunderschön zum Zuschauen, was die Lehrerin gemeinsam mit dieser Klasse daraus gemacht hat und wie die Präsentation heute war. Wir sind alle völlig gebannt und haben zugelassen, was die Kinder präsentiert haben. Und mit einer Begeisterung sind sie dabei und mit einer hohen Konzentration. Also eine wunderbare Präsentation. Die Bauern haben es nicht so gut gehabt, weil sie sind ja relativ arm. Aber wenn ich jetzt denke, irgendwie haben sie es ja schön gehabt, weil am Schluss haben sie ja dann können bis feins essen und sind glücklich angekommen. Es war halt dann das Gute noch gewesen. Also es hat ein Happy End gehabt, ja. Und ja, ich würde auch mal gerne in die Welt zurückgehen. Einmal mehr hat der Schnee auf der Straße für Chaos gesorgt. Es hat verschiedene Autos, die nicht so gut ausgerüstet sind, die keine Kittel hatten, vor allem am Morgen früh, die hatten ein bisschen Probleme gehabt, ja, richtig. Aber nachher sind sie mit Schneeketteln sind sie dann hochgekommen. Jetzt im Moment ist die Lage relativ gut, jetzt braucht man keine Schneeketteln. Aber am Morgen früh schon, ja, bis man mal geräumt hat, fleissig. Morgen hat er wieder Schnee. Ich denke, es ist sicher empfehlenswert, morgen früh wieder mit Schneeketteln. Und muss vorzuschauen.